Hallo, liebe Damen und Herren, mein Name ist René Unger-Wagner und willkommen zu Kimmel News Break Teil 2. Das nächste Thema ist Dresden und dort gibt es dort Attraktionen sowie auch eine Achterbahn, die Wilhelm Maus heißt und dieses so und ja, wir glaube ich sag mal am besten die Attraktion. Die erste Attraktion ist die Achterbahn Wilhelm Maus, das Riesenrad von Schubert. Weiß man nicht ganz genau, auf jeden Fall ein Kettenflieger soll kommen, der Autoscooter schwankt zwischen zwei Schausteller, Berger oder Schmidt. Dann soll der Flipper vielleicht von Schmidt kommen. Vielleicht auch Music Express von Bach und der Breakdancer von Timo oder Franzelius wird in den nächsten Tagen umgeändert. Dafür gibt es dort weniger Reihengeschäft, üblicherweise zwei Autoscooter geplant. Kann es sein, es kann sein, dass es zwei Autoscooter gibt. Aber das wissen wir ja nicht ganz genau. Die Öffnungszeiten dort sind Montag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Freitag 15 bis 23 Uhr, Sonntag 14 bis 23 Uhr, Sonntag 14 bis 22 Uhr, Mittwoch ist Familientag. Der Einlasspreis ist von 1 Euro gegeben. An den Geschäften wird extra bezahlt, sonst alles wie normal. Vogelschießen auch und dort in Sachsen sagt man Maulkorb, Maskenpflicht muss man bei den Attraktionen und so weiter tragen. So, und weiter zu Teil 3.